So, wir machen ein paar Übungen zu dem Thema Prozentrechnung und Zuordnungen, ne? Ich werde Folgendes machen: Ich werde den Text ansagen und dann schreibt man ganz leise zu Hause mit oder wer auch immer, hier schreiben es die Schüler mit, was wirklich wichtig ist, worauf es ankommt. Das heißt, mit gegeben geht's los, mit gesucht geht's weiter und mit Lösung hört's auf. Mit dem schicken Antwortsatz ist dann alles abgeschlossen. Also, erste Aufgabe. In Hamburg gibt es 0,8 Millionen Wähler, die also zur Wahl dürfen. Von diesen haben 23% die ABC-Partei gewählt. ABC, DFG, irgendwas, ne? 23% haben die ABC-Partei gewählt. Wie viele Wähler sind das wirklich? Es müsste eben dastehen, Grundwert sind 0,8 Millionen Wähler, GW, ne? Prozentsatz ist 23, Prozentsatz von ABC. Und gesucht ist der Prozentwert. Wie viel ist das wert, wenn ich sage 23%? So, nach der Lösung sehen wir uns wieder. Gut, also wir haben jetzt, ich habe mal beide Varianten vorgeführt. Grundsätzlich die Formel hinschreiben, dann einsetzen, ausrechnen, kein Problem. 184.000 Wähler ist der Prozentwert, ne? Das will ich nicht vergessen, die Einheit. Nicht Kilogramm, nicht Euro, sondern Wähler. So, und hier die rechte Seite, da haben wir es ins Verhältnis gesetzt. Wir haben gesagt, der Grundwert, in diesem Fall 100%, sind 800.000 Wähler. Und Prozentwert, wissen wir noch nicht, verhält sich dann genauso wie das beides eben zu den 23%. Wenn man das mal 23% nimmt, verschwindet es auf der rechten Seite. Und dann sieht die Formel genauso aus, weil die Prozente kürzen sich raus. Und dann kriegt man auch das Richtige raus. Antwortsatz, den erspare ich mir hier im Video, den kann jeder selber. Gut, nächste Aufgabe. Oder gibt es hier, Moment, hier gibt es Fragen. Gut, also Antwortsatz und fertig. Zieh zweite Aufgabe. Gegeben. Sonst haben wir immer Herrn Reich, weil er viel Geld hat, und jetzt haben wir Herrn Arm. Herr Arm hat 12 Euro bei seiner Bank angelegt und erhält 2% Zinsen im Jahr. Also Herr Arm hat 12 Euro bei seiner Bank angelegt und erhält 2% Zinsen im Jahr. Wie viel Zinsen entspricht das in Euro? Bei dieser Rechnung, da wären wir falsch gewickelt, wenn wir sagen, wir versuchen die 2 und die 100 zu kürzen, denn dann haben wir es schwieriger. Dann müssen wir nämlich 12 Euro durch 50 rechnen. Ich sage es immer so, am besten man versucht immer 10er oder 100er oder 1000er Werte, also Vielfaches von 10 hier unterm Bruchstrich zu lassen. Denn etwas durch 100 zu teilen, 2 Nullen, 2 Kommastellen, das geht viel leichter. Entweder man sagt jetzt 24 Cent erhält Herr Arm pro Jahr oder 0,24 Euro erhält Herr Arm pro Jahr. Da ist es egal. Gut, mal sehen, ob es Fragen gibt. Die nächste Aufgabe. Der Landwirt Bauer erntete in diesem Jahr 0,9 Tonnen mehr als im vergangenen. 0,9 Tonnen mehr. Das würde ich mal irgendwie hinschreiben. Denn dort hatte er 7,2 Tonnen Getreide geerntet. Nochmal, Landwirt Bauer erntete in diesem Jahr 0,9 Tonnen mehr als im vergangenen, denn dort hatte er 7,2 Tonnen Getreide geerntet. Welchem Prozentsatz entspricht seine diesjährige Ernte im Vergleich zum Vorjahr? Welchem Prozentsatz entspricht seine diesjährige Ernte im Vergleich zum Vorjahr? Da müssen wir was klären. Was ist der Grundwert hier in diesem Fall? Wir gehen aus von 7,2 Tonnen, einverstanden? Ja, gut. Schreiben wir gleich 7200 Kilogramm, denn dann können wir durch 100 schick teilen, ne? So, aber er erntete in diesem Jahr 0,9 Tonnen mehr als im vergangenen. Sprich, wir können eigentlich sagen, was ist das dann, wenn ich 0,9 Tonnen dazu rechne, was ist das? Das ist dann der Prozentwert, der neue Prozentwert, genau. Der Prozentwert muss dann 8100 Kilogramm sein. So, und gesucht ist der Prozentsatz. Das war ja auch deutlich in der Frage zu spüren. Die Lösung, keinen Schreck kriegen, da kommt ein bisschen was Komisches raus. Die machen wir gleich wieder gemeinsam. Also wer sagt, ich will vorher umstellen, der erspart sich ein bisschen Schreiberei, nicht so viele Kilogramm und so weiter und so fort. Es geht aber auch direkt mit einsetzen. Mal sehen, wie es dann so aussieht. Dann müsste
Also hier auf jeden Fall PS alleine stehen, wenn wir das so machen. Und PW mal 100 durch GW müsste dann dastehen. Und jetzt können wir ja einsetzen. Ne? So, wie gesagt, wir haben jetzt in diesem Fall mal vorher umgestellt, damit wir uns Schreiberei ersparen. Und damit wir nicht so fehleranfällig sind. Und kamen dann auf hier eingesetzt und entsprechend gekürzt. 9 mal 25 ist 225, durch 2 geht immer ganz leicht, 112,5. Was ist aber, wenn wir es anders machen? Anders machen will sagen, was, ach nee, nee, ich mache mal hier unten weiter. Was ist, wenn wir es gleich einsetzen? Dann steht ja, ne, GW mal PS durch 100 ist PW. Das setzen wir ein. Also haben wir 7200 Kilogramm mal PS, das alles durch 100. Sollten sein 8100 Kilogramm. PS muss alleine stehen. Also sagen wir, okay, mal 100, denn es steht ja durch 100 da und teilen durch 7200 Kilogramm. Wenn man sich da nicht verschreibt, jetzt muss man mehr schreiben. Das ist ein bisschen umständlicher, eventuell mit der vielen Schreiberei. Deswegen lohnt es sich, vorher umzustellen. Nur mit Buchstaben zu arbeiten. Das lohnt sich. Aber trotzdem, es muss ja trotzdem funktionieren. Dann steht auf der linken Seite PS alleine. Und hier steht 8100 Kilogramm mal 100 geteilt durch 7200 Kilogramm. Naja, jetzt muss ich nicht mehr viel sagen. Jetzt steht der gleiche Kram da wie hier. Und ich könnte auch hier nochmal kürzen. Machen wir das nochmal absichtlich. Die Nullen kann man paarweise hier wegstreichen. Jetzt kann man auch beide sagen, die gehen beide durch 9. Durch 9 ist 9. Durch 9 ist 8. Jetzt steht 9 Achtel mal 100 da. Ich könnte auch 9 mal 100 und dann durch 8 teilen, da käme ich auch auf dasselbe. Oder ich sage, ich mache das, versuche das so weit wie möglich im Kopf zu bearbeiten, teile die beiden durch 4, denn da gehen sie, die 100 und die 8. Habe ich hier eine 2, hier eine 25. Jetzt rechne ich am besten 9 mal 25 statt 9 durch 2 zuerst. 9 mal 25 ist 225 und davon die Hälfte ist auch hier 112,5. Warum? Achtung, die Kilogramm, die hatte ich jetzt hier ganz vergessen, auch noch durch Kilogramm zu teilen. Also die fliegen auch raus und wir wissen ja, wir müssen eine Zahl ohne Schmuck, ohne alles haben. Der Prozentsatz ist eine pure Zahl. Doppelt unterstreichen, Antwort. Herr Bauer, also der Landwirt, erntete in diesem Jahr 112,5% gegenüber dem Vorjahr. Das lasse ich jetzt mal in diesem Fall weg. Gibt es noch irgendwelche Fragen bis dahin? Der Leiter einer Baustelle plant den nächsten Tag. Und zwar weiß er, dass er mit seinen 8 LKWs in genau 8 Stunden den Schutt der Baustelle abgefahren haben wird. Mit 8 LKWs schafft er genau in 8 Stunden alles wegzufahren. So, und jetzt kommt er nächsten Morgen hin. Und da haben irgendwelche Rowdies 5 LKWs kaputt gemacht. Die haben die Reifen zerstochen. Wie lange wird er also für den nächsten Tag brauchen? Er muss es tun, aber wie lange wird er brauchen? 5 LKWs sind kaputt. Na denn. So, also wir fassen mal zusammen. 8 LKW entspricht, ne, das ist gleich mit dem Dach, heißt 8 Stunden. Das ist nicht gleich, das kann man nicht sagen. Die Zahlen sind gleich, aber das eine ist LKW, das andere ist die Zeit. Und da 5 kaputt sind, hat er nur noch 3 LKWs. Er muss es schaffen. Und er überlegt, wie viele Stunden brauche ich. Entspricht also T und gesucht ist T. T wie Time, ne? Also ich schreibe es mal dahinter für die, die das schon vergessen haben sollten. Time heißt Zeit. Na denn, jetzt müssen wir die richtige Verhältnisgleichung aufstellen. Ist es die eine oder die andere Variante? Und wir hatten gesagt, bei Zeit sollte man immer mal probieren, das mal das ist das mal das. Nochmal als Tipp, ne? Dann, wir probieren es erstmal hiermit aus. Wenn, wir müssen was überlegen, die werden höchstwahrscheinlich mehr Zeit verbrauchen. Wenn was Größeres rauskommt als im Moment, dann müsste es eigentlich klappen. Es müsste Produktgleichheit sein. Wenn nicht, kann man die andere Gleichung nehmen, indem man sagt, 8 LKW, und das werden wir dann gleich mal machen, ob da was Vernünftiges bei rumkommt. Das wäre die andere Variante, die man probieren kann, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Ist gleich 3 LKW geteilt durch T. Dass ich hier stürzen muss, weiß ich auch, aber ich rechne mal die rechte Seite aus, ihr rechnet mal die linke Seite aus. Mal sehen, wer was Schöneres hat.
Also ich stürze hier erstmal. Stürzen heißt beide umdrehen. 8 Stunden durch 8 LKW ist gleich T durch 3 LKW. Wenn ich schon mal, kleinen Moment, wenn ich schon mal die 8 rauskürze, dann sieht das schon mal besser aus. Und ich nehme im nächsten Schritt mal 3 LKW. Hier gibt es eine Frage. So, wenn ich das jetzt ausgeführt habe, steht hier noch ein H, das kann ich, das H steht auf jeden Fall da, das kann ich mir schenken. Und die LKWs, die kürzen sich jetzt automatisch raus. Ich kriege also 3 Stunden heraus. Also mit anderen Worten, 3 Stunden, wenn ich nur 3 LKWs habe. Dann sagt sich der Bauleiter, wenn er so rechnet, ach, dann nehme ich gar keinen LKW, dann brauche ich überhaupt keine Zeit. Ne? Das scheint nicht richtig zu sein. Er wird länger brauchen. Wir nehmen die rechte Variante. Gut, also wenn so ein Blödsinn rauskommt, wie gesagt, dann sagt sich der, und das rate ich auch allen, die sich eventuell in der Wahl der Gleichung verhauen haben, das ist Quatsch, dann wird das durchgestrichen und man rechnet mit der anderen Variante weiter. Hier hatten wir das schon mal angefangen, jetzt steht da 8 LKW mal 8 Stunden geteilt durch 3 LKW und es scheint ja richtig zu sein, denn die LKWs kürzen sich ja wieder raus, das ist ja schick, ne? So, und jetzt haben wir 8 mal 8 durch 3, 64 durch 3, dann machen wir eine Nebenrechnung. 64 geteilt durch 3 ist 2, den habe ich hier, 2 mal 3 ist 6. 4, jetzt kommt die 4, ne, hier ist 0. 4 durch 3 ist 1 und jetzt kommt was Schönes, 1 mal 3 ist 3 und jetzt bleibt 1 übrig. Und 1 durch 3, jetzt kann man Folgendes gleich hinschreiben, 1 Drittel. Das lohnt sich hier in diesem Fall mit einer gemischten Zahl zu arbeiten, denn wir wissen, eine Drittelstunde ist 20 Minuten und können dann sagen, okay, was bleibt hier übrig? Hier, das H bleibt übrig, also 21, ich schreibe es nochmal hin, ein Drittelstunde wäre T und das kann man wunderbar verarbeiten, 21 Stunden und 20 Minuten ist die Zeit, die er braucht. Also er muss fast den ganzen Tag abfahren lassen, Hauptsache es geht kein anderer LKW kaputt. Dann die Antwort hinschreiben und fertig. Nun jetzt, Antwort. Der Bauleiter braucht und so weiter. Gut. So, fassen wir nochmal zusammen. Also, Prozentrechnung, Zuordnung, Prozentrechnung geht eigentlich leicht. Beide Ansätze sind möglich. Es kommt immer aufs selbe raus. Im Antwortsatz nochmal überlegen, was ich eigentlich wissen wollte. Ist es wirklich der Prozentwert gewesen oder was auch immer? Das war also nicht das Problem. Auch hier bei der Umstellung. Entweder man stellt vorher um oder nachher. Man muss auf jeden Fall was Vernünftiges rausbekommen. Wir wissen, es muss mehr als 100% sein. Aber nicht allzu viel mehr, denn 8100 Kilo sind nicht allzu viel mehr als 7200 von denen. Und hier in diesem Beispiel muss man, Achtung, hier ist die Klippe. Hier muss man aufpassen. Wenn 5 kaputt sind, habe ich bloß noch 3. Das ist dann mein neues Verhältnis. Nochmal, das hier entspricht Verhältnis. Wenn man sich verhaut, wenn man die rechte Variante eingesetzt hat und so einen Blödsinn rauskriegt, streicht man ganz einfach sauber durch mit Lineal und schreibt dann das andere hin. Und wenn man dann hier auf ein vernünftiges Ergebnis kommt, auf jeden Fall, dass es mehr wird, dann hat es geklappt. Und schreibt einen schicken Antwortsatz und der heißt, der Bauleiter braucht 21 Stunden und 20 Minuten. Wie findet ihr das? Ich auch. Tschüss.